In diesem Kapitel soll es um die trigonometrischen Funktionen gehen. Die kennen Sie so ein bisschen aus der Schule. Trigonometrische Funktionen ist sowas wie Sinus, Cosinus, Tangens und so weiter. Da werden die typischerweise geometrisch eingeführt, weil die Art und Weise, wie man das eigentlich richtig analytisch machen müsste, nach der modernen Sichtweise, in der Schule gar nicht gemacht werden kann. Dafür fehlen in der Schule normalerweise die Werkzeuge. Wir können das jetzt aber richtig machen und Sie werden sehen, dass man auch das sich aus der Exponentialfunktion herleiten kann. Die Zeit wird heute nicht mehr reichen, um das vernünftig zu machen, aber ich kann zumindest erst nochmal für Sie so ein bisschen wiederholen, was Sie eigentlich wissen sollten über diese Funktion. Und dann stellen Sie sich vor, dass alles, was Sie darüber wissen, Sie erstmal wieder vergessen und so tun, als hätten Sie noch niemals was von Sinus und Cosinus gehört. Das wird Ihnen hoffentlich nicht so schwer fallen. Dann werden wir es gerade noch so schaffen zeitlich, dass ich Ihnen schon mal sage, was wir nächste Woche machen werden, was der Plan ist, wie wir an diese Sachen rangehen werden. Also erstens, was ist der Sinus und der Sinus von was eigentlich? Was macht man da? Sehr gut, es geht um rechtwinklige Dreiecke. Wenn Sie ein rechtwinkliges Dreieck haben, haben Sie immer noch zwei Winkel übrig, die irgendwas sein können. Hauptsache alle drei Winkel zusammen ergeben 180 Grad. Greifen Sie einen von den beiden Winkeln raus, nennen wir den mal Alpha. Die Seiten im rechtwinkligen Dreieck haben Namen. Die lange Seite, das ist die gegenüber dem rechten Winkel, die nennt man Hypotenuse. Und die kurzen Seiten nennt man eigentlich beide Kathete. Wenn Sie aber sich einen Winkel ausgesucht haben, dann bekommen die unterschiedlichen Namen. Die eine Kathete ist die, die an dem Winkel anliegt, die nennt man die Ankathete. Aber wie gesagt, das ergibt nur Sinn, wenn Sie einen Winkel ausgewählt haben. Sonst sind die beiden einfach Katheten. Und die andere ist die, die gegenüber von dem Winkel liegt, die nennt man die Gegenkathete. Was anschaulich zumindest klar ist, wenn ich jetzt über die Verhältnisse der Seitenlängen spreche, darum geht es nämlich bei Sinus, Cosinus und so weiter, dann ist nur der Winkel relevant und nicht wie groß das Dreieck ist. Wenn ich das Dreieck jetzt schrumpfe oder größer mache, dann werden zwar die Seiten länger oder kürzer, aber die Seitenverhältnisse ändern sich nicht. Das ist uns allen irgendwie klar. Darum hängt das Seitenverhältnis nur von dem Winkel ab. Und da gibt es halt Namen für, weil man das öfter braucht. Das haben schon die Astronomen vor Beginn der Zeitrechnung gebraucht und zum Beispiel Sinustabellen im heutigen Sinne gab es schon vor über 1500 Jahren in Indien beispielsweise. Die haben das damals nicht Sinus genannt, aber das ist eine Sache, die seit Ewigkeiten schon verwendet wird und lange Zeit immer mit diesem geometrischen Ansatz, den ich Ihnen jetzt zeige, den man auch in der Schule typischerweise lernt. Das Verhältnis von Gegenkathete zur Hypotenuse nennt man den Sinus von diesem Winkel. Und das Verhältnis von Ankathete zur Hypotenuse nennt man den Cosinus von diesem Winkel. Es gibt auch noch andere Sachen, um die werden wir uns erstmal nicht kümmern. Sie können auch das Verhältnis von Gegenkathete zu Ankathete nehmen, das nennt man dann Tangens. Das ist offensichtlich dann das gleiche wie Sinus geteilt durch Cosinus, weil sich die Hypotenuse wegkürzt. Und es gibt auch noch alle anderen möglichen Sachen, den Cotangens und so weiter. Aber wenn Sie Sinus und Cosinus verstanden haben, ist das schon mal ganz gut. Das ist der geometrische Ansatz, der uralt ist und von dem man seit langer Zeit weiß, dass man ihn für viele Dinge ganz gut gebrauchen kann. Auch hier kommen zum Beispiel wieder die Seefahrer ins Spiel, die solche Berechnungen brauchten für ihre Navigation. Wir wollen da aber anders rangehen, weil nämlich dann irgendwann später in der Schule, mehr oder weniger unerklärlicherweise, je nachdem wie gut Ihre Lehrerin oder Lehrer war, ja solche Dinge hier auftauchen. Schlecht gezeichnet jetzt. Und dann wird Ihnen gesagt, das ist der Sinus. Und dann kratzen Sie sich am Kopf und fragen sich, was das mit dem Ding hier zu tun hat. Ja, aus dem Sinus wird auf einmal eine Funktion, die man zeichnen kann. Vorher war das doch so ein Verhältnis, was von so einem Winkel abhing. Wie kommen diese beiden Sachen zusammen? Das ist das, was wir nächste Woche versuchen werden, auf ordentliche Füße zu stellen mathematisch. Und der Plan wird folgendermaßen aussehen. Wir gehen wieder von der Exponentialfunktion aus und gucken uns eine bestimmte Variante der Exponentialfunktion an, und zwar e hoch i mal t. Wir können da ja auch irgendwelche komplexen Zahlen einsetzen, wobei t eine reelle Zahl ist. Und dann werden wir feststellen, dass, wenn ich sowas hier ausrechne, e hoch die imaginäre Einheit i mal eine reelle Zahl t, immer eine komplexe Zahl rauskommt, die den Betrag 1 hat. Und Betrag bei komplexen Zahlen hieß ja, der Abstand von der 0 ist 1. Das bedeutet, wenn ich also e hoch it ausrechne, egal was t ist, solange das irgendeine reelle Zahl ist, wird eine komplexe Zahl rauskommen, die auf diesem Kreis liegt. Das ist der Kreis, der hier durch minus 1 geht, hier durch die 1, hier durch minus i und hier durch i. Alle Zahlen der Form e hoch it liegen irgendwo auf diesem Kreis. Zum Beispiel hier könnte so eine Zahl liegen, wo ich jetzt diesen blauen Punkt gemacht habe. Das wäre eine Zahl von der Form e hoch it. Wenn das eine komplexe Zahl ist, dann hat die ja einen Real- und einen Imaginärteil.
Es ergibt sich automatisch ein rechtwinkliges Dreieck, nämlich dieses hier, das mit den Koordinaten, also mit Real- und Imaginärteil zusammenhängt. Denn die Länge von dieser Kathete ist ja x und die Länge von dieser Kathete ist ja y. Und die Länge von der Hypotenuse ist ja 1. Das heißt, wenn ich hier das Verhältnis gegen Kathete zu Hypotenuse ausrechne, dann ist das einfach y. Das Verhältnis ist ja y durch 1, also einfach y. Und wenn ich hier das Verhältnis an Kathete zu Hypotenuse ausrechne, ist das einfach x, weil das Verhältnis x zu 1 ist. Und diese beiden Zahlen entsprechen ja dem, was wir als Sinus und Cosinus bezeichnen würden, wenn wir irgendeine sinnvolle Zahl für diesen Winkel hier bekommen. Das heißt, unser Ziel wird sein, dieser Zahl hier, e hoch it, zwei Funktionen zuzuordnen, mit denen man aus dem t das x und das y bekommt. Die Funktion, die uns aus dem t das x liefert, die werden wir Cosinus nennen. Und die Funktion, die aus dem t uns das y liefert, die werden wir Sinus nennen. Weil das nämlich genau die Dinger sind, die wir haben wollen. Und dann werden wir feststellen, dass es sinnvoll ist, diesen Winkel hier t zu nennen. Das ist der Plan. Und das Ganze wird dann wieder so aufgezogen werden, dass wir durch die Art und Weise, wie wir das machen, Funktionen kriegen, die für ganz c definiert sind. Da können wir irgendwelche komplexen Zahlen einsetzen und wir bekommen automatisch Funktionen, die stetig und differenzierbar sind und die auch noch auf eine ganz wunderbare Art und Weise mit der Exponentialfunktion zusammenhängen, sodass wir so ein richtig schönes Gebäude von Dingen bekommen. Alles hängt mit allem zusammen und wir haben gleichzeitig vernünftig erklärt, wieso man diese komischen Schlangenlinien gezeichnet hat und wieso man den Sinus differenzieren kann und all solche Sachen, was durch dieses Bild mit den Dreiecken überhaupt nicht klar wird. Hiermit wird es klar werden. Und eigentlich finde ich, ist das eine schöne Sache. Einen kleinen Teil davon schaffen wir heute noch, und zwar diesen Teil hier. Das lässt sich relativ leicht machen. Dafür werden wir das Folgende beweisen. Können Sie sich noch an das Konjugieren von komplexen Zahlen erinnern? Was war das nochmal? Das war was ganz Einfaches eigentlich. Sie switchen einfach das Vorzeichen beim Imaginärteil. Das war eine ganz simple Operation. Und von der hatten wir uns übrigens vor 2 Wochen schon mal überzeugt, dass die stetig ist. Das brauchen wir nämlich jetzt gleich. Denn wir werden uns ganz fix überlegen, dass wenn ich e hoch z ausrechne, z irgendeine komplexe Zahl, und ich diese Zahl, die da rauskommt, konjugiere, dass das das gleiche ist wie erst z konjugieren und dann potenzieren. Ich kann also die e-Funktion mit dem Konjugieren vertauschen. Die kurze Antwort, warum das funktioniert, ist, weil das beides stetig ist, aber ich will Ihnen das ruhig mal ein bisschen ausführlicher erklären. E hoch z ist ja die Summe von n gleich 0 bis unendlich von z hoch n durch n Fakultät. Und eine Reihe ist ja der Grenzwert der Partialsummen. Das ist ja der Limes von n gegen unendlich von lauter endlichen Summen. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte davon die konjugierte Zahl nehmen. Das mache ich hier auch und das mache ich hier natürlich auch. Ich mache einfach einen großen Konjugierstrich drüber. Und jetzt kommt zum Tragen, was ich eben schon gesagt habe. Wir hatten uns überzeugt, dass Konjugieren eine stetige Operation ist. Und stetig heißt, ich darf das Einsetzen in diese Funktion mit dem Grenzwert vertauschen. Das war gerade die Definition von Stetigkeit. Das heißt, weil das Ding stetig ist, darf ich den Grenzwert nach innen ziehen. Das sieht ganz unscheinbar aus. Ich habe aber den Strich ein bisschen kürzer gemacht, aber es sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und jetzt haben wir den Konjugierstrich über einer endlichen Summe stehen und wir kannten ja so ein paar Rechenregeln für das Konjugieren, zum Beispiel, dass man Konjugieren aus Summen rausziehen kann und Konjugieren aus Produkten rausziehen kann. Ich mache es jetzt mal ganz ausführlich. Wir können stattdessen jeden einzelnen Summanden konjugieren. Und jetzt steht hier immer z hoch k, das ist ja einfach z mal z mal z mal z. Da können wir das Konjugieren in das z reinziehen. Hier unten dieses k-Fakultät, das brauchen wir nicht zu konjugieren, weil das ja eine natürliche Zahl ist. Die ändert sich beim Konjugieren nicht, weil die gar keinen Imaginärteil hat. Nach und nach wird unser Konjugierstrich immer kürzer. Jetzt ist er nur noch über dem Z. Und jetzt mache ich das, was ich am Anfang gemacht habe, wieder rückgängig. Jetzt mache ich aus diesem Limes wieder eine Reihe. Und was steht hier jetzt? Hier steht die Exponentialfunktion, in die ich Z-Dach eingesetzt habe. Und jetzt das, was da oben eingekringelt war. Ich möchte von so etwas wie e hoch Z den Betrag ausrechnen. Und wir hatten, als wir über komplexe Zahlen zum ersten Mal gesprochen haben, unter anderem das Folgende herausgefunden. Den Betrag einer komplexen Zahl w bekomme ich, indem ich w mit w konjugiert multipliziere und aus dem Ergebnis die Wurzel ziehe. Das machen wir jetzt auch. Das heißt, wir nehmen e hoch z mal e hoch z konjugiert und aus dem ganzen Ding ziehen wir die Wurzel. Warum haben wir das oben wohl gemacht? Weil ich dies hier jetzt nach innen ziehe, das Konjugieren. Das heißt, hier steht jetzt, das ist e hoch z mal e hoch z konjugiert.
und aus dem Ganzen die Wurzel. Jetzt als nächstes wenden wir die Funktionalgleichung an. Ich darf hier oben addieren. Das heißt, dies ist e hoch z plus z Dach und daraus die Wurzel. Das ist z plus z Dach. Zweimal der Realteil von der Zahl. Wurzel nicht vergessen. Und um das jetzt nochmal ganz deutlich zu machen, wende ich hier nochmal eine der Rechenregeln für die Exponentialfunktion an, die wir vorhin aufgeschrieben hatten. Dieses hier ist ja das gleiche wie e hoch Realteil von z zum Quadrat und daraus nehme ich jetzt die Wurzel. Ich darf hier die ganze Zeit, ohne mir Gedanken zu machen, mit Wurzeln rumhantieren, weil es hier ja nur um positive reelle Zahlen geht. Der Realteil ist ja keine echt komplexe Zahl, sondern eine ganz brave reelle Zahl. Darum ist das alles in Ordnung, was ich hier mache. Und die Wurzel nimmt das Quadrat weg. Da stehen keine negative Zahlen, ich muss mir keine Gedanken machen, dass irgendwas schief geht. Hier kommt einfach raus e hoch Realteil von z. Das heißt also, was wir jetzt gerade rausgefunden haben, der Absolutbetrag von e hoch z hängt nur vom Realteil von z ab. Wenn ich da oben irgendeine komplexe Zahl einsetze, ist es für den Betrag des Ergebnisses völlig Wumpe, was im Imaginärteil steht. Daraus können wir eine weitere Konsequenz ziehen. Wenn ich eine reelle Zahl habe und ich möchte den Betrag von e hoch it haben, dann ist dieses it jetzt ja mein z. Und was ist der Realteil von it? Hier steht doch 0 plus it, der Realteil ist 0. Also nach dem, was wir uns gerade überlegt haben, ist das e hoch der Realteil von it, also e hoch 0, und das ist 1. Und das ist das, was ich Ihnen vorhin schon versprochen hatte, hier eingekringelt. Wenn ich e hoch it ausrechne, t ist eine reelle Zahl, und davon den Betrag nehme, kommt immer 1 raus. Das heißt, die liegen immer auf diesem Kreis. Das ist dann der Cliffhanger für nächste Woche. Auf der Basis basteln wir uns Sinus und Cosinus zusammen. Das letzte Mal waren wir hier stehen geblieben. Wir wollten uns angucken, was passiert, wenn wir e hoch it ausrechnen, wobei t eine reelle Zahl sein sollte. Und wir haben schon festgestellt, dass da auf jeden Fall immer eine komplexe Zahl rauskommt, deren Betrag 1 ist. Das bedeutet, dass diese Werte alle auf dem Einheitskreis liegen. Bevor wir weitermachen, will ich Sie nochmal an etwas erinnern. Die komplexen Zahlen sind ja schon wieder ein bisschen her. Wenn ich der Reihe nach aufschreibe, i hoch 0, i hoch 1 und so weiter, was passiert da nochmal? Was kommen da für Werte raus? Das ist 1, irgendwas hoch 0 ist ja immer 1. I hoch 1 ist einfach i hoch 1. Dann minus 1, das ist ja die definierende Eigenschaft von i. Dann wird nochmal mit i mal genommen, dann haben wir minus i und dann geht es wieder von vorne los und immer so weiter. Was wir jetzt machen werden ist, wir schauen uns ganz allgemein e hoch iz an. Ich nehme jetzt hier extra eine andere Variable, weil z jetzt wirklich irgendeine komplexe Zahl sein kann und rechnen das mal aus, indem wir wirklich zurückgreifen auf die Definition. Das war ja definiert als Exponentialfunktion von iz. Das heißt, wir müssen jetzt in die Reihendarstellung iz einsetzen. Das ziehe ich jetzt erstmal auseinander, nach den Rechenregeln. Und jetzt haben wir hier im Prinzip stehen z hoch n durch n-Fakultät, wie bei der Exponentialfunktion, nur dass dieser Faktor i hoch n immer da vorne steht. Ich schreibe jetzt mal die ersten paar Terme hin, dann bekommen wir so einen Eindruck davon, was passiert. Das ist der Grund, warum ich oben nochmal an diese i-Potenzen erinnert habe. Und ich rechne das gar nicht aus, sondern lasse die Terme da ansonsten alle so stehen. Was Ihnen jetzt hoffentlich auffällt, ist erstens, da wechseln sich immer Terme ab mit i und ohne i. Und zweitens, wir haben immer zweimal plus, zweimal minus, zweimal plus, zweimal minus. Und so wird das auch immer weitergehen. Ansonsten stehen da die Terme, die wir schon kennen von der Exponentialfunktion. Da steht immer z hoch n durch n Fakultät. Jetzt drösel ich die mal auseinander und zerteile das in zwei Teile. Ich nehme einmal die ganzen Terme, in denen i nicht vorkommt und die ganzen Terme, in denen i vorkommt. Und schreibe das einfach mal so getrennt hin. Das kann man jetzt ja noch ein bisschen zusammenfassen und wieder als Reihe schreiben. Hier haben wir einfach erstens immer die geraden Zahlen. Das heißt, hier steht jetzt nicht z hoch n durch n Fakultät, sondern wir müssen jetzt schreiben z hoch 2n geteilt durch 2n Fakultät. Das ist noch nicht ganz richtig. Was muss ich jetzt noch machen, damit das komplett stimmt? Der Vorzeichenwechsel fehlt noch, weil hier ja abwechselnd Plus und Minus steht. Darum muss ich hier jetzt noch dazu schreiben minus 1 hoch n. Jetzt stimmt es. Weil es losgeht bei 0, dann habe ich ein positives Vorzeichen, dann kommt 1 negativ, dann 2 positiv und so weiter. Also der Teil ist schon mal richtig. Und hier hinten jetzt der andere Teil, i mal, da möchte ich auch so eine Reihe von n gleich 0 bis unendlich haben. Da muss ich jetzt die ganzen ungeraden Zahlen der Reihe nach haben. Was schreibe ich jetzt statt 2n hin? Da schreiben wir jetzt statt 2n einfach 2n plus 1, dann durchlaufen wir die ganzen ungeraden Zahlen. Und was müssen wir jetzt noch machen? Vorzeichenwechsel. Der funktioniert genau wie eben.
weil es hier ja auch mit Plus losgeht und dann immer abwechseln. Das heißt, hier steht dann auch minus 1 hoch n. Man kann also offenbar die Exponentialfunktion von i mal z, wobei z jetzt irgendeine komplexe Zahl ist, zerlegen in diese beiden Teile. Und diesen beiden Teilen geben wir jetzt Namen. Diesen Teil hier nennen wir in Zukunft Cosinus von z. Und diesen Teil hier ohne das i nennen wir in Zukunft Sinus von z. Und schon haben wir zwei neue Funktionen definiert über diese Reihen. Jetzt müsste man sich ein paar Dinge überlegen, die ich jetzt nicht alle ausführlich vorrechnen werde. Teilweise stehen die auch im Skript, teilweise ist das ganz einfach. Erstmal, es ist durch diese Zerlegung noch nicht völlig klar, dass diese beiden Reihen jede für sich genommen wirklich konvergieren. Das können Sie aber genau wie bei der Exponentialreihe mit dem Quotientenkriterium leicht nachrechnen. Da können Sie irgendwelche komplexen Zahlen einsetzen, da kommt immer was Vernünftiges raus. Zweitens, was wir eben gerade ausgerechnet haben, will ich nochmal explizit hinschreiben, weil das ganz, ganz wichtig ist. Wir haben ja diese Zerlegung hier ausgerechnet, das Ding hat einen Namen, damit fängt die ganze Sache nämlich an. Das ist die sogenannte Eulersche Formel. Der Name tauchte ja schon öfter mal auf, Leonhard Euler, ein Schweizer Mathematiker, der im 18. Jahrhundert tätig war und mit Sicherheit der wichtigste Mathematiker des 18. Jahrhunderts war, unglaublich produktiver Mensch. Der hat unter anderem diese Formel bewiesen zum ersten Mal, die wir jetzt gerade hergeleitet haben. E hoch iz ist dasselbe wie Cosinus von z plus i mal Sinus z. Das sieht natürlich jetzt aus der Sicht, aus der wir das gemacht haben, so ein bisschen komisch aus, weil wir ja gar nichts bewiesen haben, sondern wir haben die Dinge einfach so genannt. Das, was Euler damals gemacht hat, ist, er ist von Funktionen ausgegangen, die man schon kannte, nämlich von der Exponentialfunktion und von Cosinus und Sinus, die eigentlich aus der Geometrie kommen, und hat gezeigt, dass dieser Zusammenhang besteht. Heute zäumt man das Pferd andersrum auf und sagt, damit ich einen klareren Zugang habe, definiere ich einfach Cosinus und Sinus so, damit das hier stimmt. Und dann werden wir danach sehen, dass das die Funktionen sind, die wir aus der Schule unter diesem Namen auch kennen. Jetzt schreibe ich noch so ein paar Dinge auf, die man hoffentlich sofort sieht. Wenn ich in den Cosinus reelle Zahlen einsetze, dann kommen auch reelle Zahlen raus. Das ist genau wie bei der Exponentialfunktion, wenn Sie sich diese Reihe hier angucken, wenn Sie für z eine reelle Zahl einsetzen, dann taucht hier nichts Komplexes mehr auf, also kommt eine reelle Zahl raus. Das gleiche gilt offensichtlich für den Sinus auch. Auch wieder wie bei der Exponentialfunktion kann man einfache Funktionswerte sofort sehen. Was kommt raus, wenn ich in den Cosinus 0 einsetze? Da kommt 1 raus. Und was kommt raus, wenn ich in den Sinus 0 einsetze? 0. Wenn ich jetzt wieder reelle Zahlen nehme und nehme meine Eulersche Formel, dann bekomme ich raus, hier steht Cosinus von t plus i mal Sinus von t. Das sieht auf den ersten Blick so aus wie die Formel, die da oben steht, nur mit anderen Buchstaben. Aber wenn ich reelle Zahlen habe, denken Sie dran, dann ist dieses hier eine reelle Zahl und dies hier auch. Das heißt, hier steht die komplexe Zahl in der üblichen Darstellung. Das heißt, dies hier links ist der Realteil von der Zahl und dies hier rechts ist der Imaginärteil von der Zahl. Denn hier steht ja reelle Zahl plus i mal reelle Zahl. Jetzt nochmal zur Erinnerung, die Motivation, die ich Ihnen letzte Woche erzählt habe, warum wir das Ganze machen. Wir hatten uns schon überlegt, wenn ich e hoch it ausrechne und t ist eine reelle Zahl, dann kommen Werte auf dem Einheitskreis raus. Und was wir uns jetzt überlegt haben ist, dieses ist ja eine komplexe Zahl, die einen Real- und einen Imaginärteil hat, dass das hier der Realteil ist, das Ding, was wir den Cosinus genannt haben, und dass das Ding hier der Imaginärteil ist, das Ding, was wir den Sinus genannt haben. Wir kommen also der Sache schon deutlich nahe, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Hier ist zur Erinnerung unser rechtwinkliges Dreieck. Und Cosinus und Sinus von t sind die Längen der Katheten von diesem rechtwinkligen Dreieck. Und die Hypotenuse hat die Länge 1. Das sieht so aus, als wären wir auf dem richtigen Weg. Wenn man sich diese Reihen nochmal genau anschaut, dann sieht man, dass beim Cosinus nur gerade Potenzen vorkommen. Z hoch 0, z Quadrat, z hoch 4 und so weiter. Das bedeutet, für den Cosinus ist es egal, ob ich z oder minus z einsetze. Z Quadrat ist das gleiche wie minus z zum Quadrat. Z hoch 4 ist das gleiche wie minus z hoch 4 und so weiter. Es gilt also immer, dass, egal was ich da einsetze, Cosinus von z das gleiche wie der Cosinus von minus z ist. Und beim Sinus stehen nur ungerade Potenzen. X hoch 1, x hoch 3 und so weiter. Wenn ich da eine Zahl mit einem Minus davor einsetze, dann ändert sich das Vorzeichen. Minus z in Klammern hoch 3 ist minus z hoch 3. Minus z in Klammern hoch 5 ist minus z hoch 5 und so weiter. Das bedeutet, was immer ich in den Sinus einsetze, ändert das Vorzeichen, wenn ich stattdessen das Gegenstück davon einsetze.
Funktionen, die diese Eigenschaft haben, dass es egal ist, ob ich Z oder minus Z einsetze, es kommt immer das Gleiche raus, nennt man gerade Funktionen. Und Funktionen, die diese Eigenschaft haben, wenn ich statt Z minus Z einsetze, dann ändert sich das Vorzeichen, nennt man ungerade Funktionen. Ich will erstmal vielleicht mit einer Skizze klar machen, was das bedeutet, im Reellen zumindest. Wenn ich eine gerade Funktion habe und ich habe hier irgendeinen Wert Z und da kommt ein Funktionswert raus, f von Z, und ich setze stattdessen minus z in die Funktion ein, kommt dasselbe raus. Und das kann ich an jeder Stelle machen. Das bedeutet, der Funktionsgraph ist an der vertikalen Achse gespiegelt. Kennen Sie noch andere Funktionen, die diese Eigenschaft haben? X² ist ein Beispiel. Und x hoch 4 und x hoch 6 und x hoch 8. Diese ganzen Funktionen, die im Prinzip so aussehen wie die Normalparabel. Das ist auch der Grund, warum man solche Funktionen gerade Funktionen nennt, weil die ganzen x-Hoch-Funktionen, bei denen oben eine gerade Zahl steht, diese Eigenschaft haben. Also gerade Funktionen bedeutet einfach im Reellen, der Funktionsgraph ist spiegelsymmetrisch zur vertikalen Achse. Das ist die eine Eigenschaft und jetzt zu der Sache mit den ungeraden Funktionen. Wenn Sie das wieder im Reellen zeichnen, dann haben Sie die folgende Situation. Sie haben irgendeinen Funktionswert von z. Und wenn Sie stattdessen minus z einsetzen in die Funktion, dann kommt der negative Wert raus. Was ist denn das für eine Symmetrieeigenschaft, die Sie dann bekommen? Die Sachen sind punktsymmetrisch zum Ursprung. Nicht in meinem Bild, aber im wirklichen Leben schon. Und die Dinger nennt man ungerade, können Sie sich jetzt auch schon denken, weil Funktionen wie x hoch 3, x hoch 5, x hoch 7 mit ungeraden Exponenten diese Eigenschaft haben. Wenn Sie sich nochmal vor Augen führen, wie zum Beispiel x hoch 3 aussieht, das ist auch eine Funktion, die man als ungerade Funktion bezeichnen würde, weil sie punktsymmetrisch zum Ursprung ist. Wie gesagt, dass Cosinus und Sinus diese beiden Eigenschaften haben, sieht man sofort, wenn man sich die Reihenentwicklung anschaut, die jetzt gerade weggescrollt ist. Wenn Sie jetzt reelle Werte in Cosinus und Sinus einsetzen, dann bekommen Sie das, was Sie in der Schule schon x-mal gesehen haben. Die hellblaue Linie ist der Cosinus und man kann an dem Bild gut erkennen, dass sie symmetrisch zur vertikalen Achse ist. Dass Sie im Prinzip nur eine Hälfte kennen müssen, dann können Sie die rüberklappen, haben Sie die andere Hälfte. Und die dunkelblaue Linie ist der Sinus und an dem kann man ganz gut erkennen, dass das Ding punktsymmetrisch zum Ursprung ist. Wenn Sie sich irgendeinen Punkt auf den Funktionsgraphen nehmen und ziehen von da aus eine Linie zum Ursprung und verlängern die, dann landen Sie auf der anderen Seite wieder auf dem Funktionsgraphen mit dem gleichen Abstand vom Ursprung. Und was man hier auch sehen kann, was wir uns schon überlegt hatten, an der Stelle 0 kommen die Werte 1 beim Cosinus und 0 beim Sinus raus. Was kann man noch versuchen herauszufinden über diese Funktion? Man kann versuchen, sie abzuleiten. Das ist auch ganz einfach, denn, das haben wir bei der Exponentialfunktion ja auch gemacht, man kann ja gliedweise differenzieren. Das heißt, Sie können diese einzelnen Terme sich angucken und die einfach ableiten. Zum Beispiel z hoch 2n minus 1 hoch n durch 2n Fakultät. Und Sie wollen das ableiten. Was passiert dann? Sie können diesen Teil erstmal stehen lassen, das ist ja konstant und hat mit z nichts zu tun. Und die Ableitung von z hoch 2n ist was? 2n nach vorne und oben 1 abziehen. Und jetzt kann man das noch ein bisschen vereinfachen. Hier oben steht ja 2n und hier unten auch 2n, da können Sie das wegkürzen. Das heißt also, Sie sind von einem dieser geraden Terme übergegangen zu einem der ungeraden Terme. Wenn Sie das jetzt noch so ein bisschen sortieren und auf das Vorzeichen achten, dann werden Sie feststellen, dass die Ableitung vom Cosinus die Sinusfunktion ist, allerdings, wie gesagt, Sie müssen aufs Vorzeichen achten, minus der Sinus. Das wissen Sie aus der Schule auch schon. Aber hier sehen Sie jetzt auch nochmal, warum das so ist. Kann man einfach gliedweise differenzieren und dann kommt das raus. Und das gleiche Spielchen als Übung vielleicht zu Hause wirklich mal machen. Wenn Sie den Sinus ableiten, dann werden Sie feststellen, passiert sowas Ähnliches. Sie wechseln in diesem Fall von den Ungeraden zu den Geraden. Und in diesem Fall stimmt es auch mit dem Vorzeichen. Hier wird der Cosinus rauskommen. Damit haben wir von den beiden Funktionen auch gleich mal für alle komplexen Zahlen die Ableitung ausgerechnet. War ganz easy, hat auch gar nicht wehgetan. Und jetzt kommen wir zu der wichtigsten Sache, weil daraus alles weitere folgt, was wir noch so brauchen über Cosinus und Sinus. Wir hatten sowas Ähnliches bei der Exponentialfunktion schon mal. Da hatten wir diese schöne Funktionalgleichung. Und nachdem wir die einmal hergeleitet hatten, konnten wir den ganzen Rest eigentlich geschenkt bekommen. Und die entscheidende Gleichung für Cosinus und Sinus, die hängen immer irgendwie zusammen, sind die sogenannten Additionstheoreme. Dafür schreibe ich mal das Folgende hin. Ich nehme mir einfach zwei komplexe Zahlen, z und w, und schreibe hin Cosinus z plus w plus i mal Sinus z plus w.
Erstens, wir wenden die Eulersche Formel an. Dieses hier ist ja e hoch i mal z plus w. Nächster Schritt, wir wenden die Funktionalgleichung an. Exponentialfunktion heißt ja, ich kann das Plus in zwei Teile zerlegen, dann wird mal draus. Und jetzt wende ich ganz einfach die Eulersche Formel nochmal an, aber auf jeden Teil einzeln. Jetzt muss ich das tatsächlich alles ausmultiplizieren. Das sind 2 mal 2 Faktoren, also werden jetzt 4 Produkte rauskommen. Die sortiere ich gleich mal ein bisschen. Ich habe Cosinus von z mal Cosinus von w. Und hinten habe ich i mal Sinus z und i mal Sinus w. Wenn ich die miteinander mal nehme, habe ich i mal i, das ist minus 1. Also steht hier minus Sinus z mal Sinus w. Und jetzt kommen die Teile, bei denen das i noch mit drin ist. Das klammere ich mal aus. Dann haben wir einmal Sinus z mal Cosinus w. Und wir haben Cosinus z mal Sinus w. Und jetzt mache ich das gleiche nochmal mit Minus. Wir schreiben jetzt die gleiche Gleichung nochmal auf. Der einzige Unterschied ist, dass hier statt Plus Minus steht. Darauf können wir natürlich jetzt nicht direkt die Eulersche Formel anwenden, aber wir können jetzt natürlich in beide Argumente das Minus reinziehen, denn hier beim Sinus ändert sich das Vorzeichen, wenn ich das Minus reinziehe, und beim Cosinus nicht. Und jetzt wende ich die Eulersche Formel an und ziehe das Ganze auseinander. Jetzt kann ich im Prinzip so weitermachen wie eben, nur dass jetzt hier überall Minus z steht. Ich schreibe es nochmal ganz ausführlich hin. Und jetzt wende ich wieder an, dass Cosinus eine gerade Funktion und i eine ungerade Funktion ist. Dann habe ich hier stehen, und jetzt wird wieder ausmultipliziert. Jetzt haben wir hier eine zweite Gleichung. Sieht sehr ähnlich aus, bis auf die Vorzeichen. Und jetzt addieren wir die beiden Gleichungen. Auf der linken Seite haben wir dann stehen Cosinus z plus w plus Cosinus von z plus w, also zweimal das. Und dieser Teil hier hebt sich weg, weil die unterschiedliche Vorzeichen haben, sodass links zweimal Cosinus z plus w steht. Und auf der rechten Seite haben wir diese beiden Terme, die gleich sind. Die stehen also auch jeweils zweimal da. Und hier hinten haben wir das gleiche einmal plus i und einmal minus i, sodass sich der hintere Teil aufhebt. Und jetzt können wir das Ganze noch durch 2 dividieren, weil die 2 hier nur stört. Und da haben wir unser erstes Additionstheorem stehen. Der Cosinus von z plus w ist Cosinus z mal Cosinus w minus Sinus z mal Sinus w. Leider nicht einfacher zu machen. Das nächste ist ein klein bisschen mehr Arbeit, weil das i jetzt noch ins Spiel kommt, aber nicht wirklich. Wir subtrahieren die beiden Gleichungen. Dann heben sich die beiden Cosinus-Teile weg, weil ich vom Cosinus z plus w Cosinus z plus w abziehe. Und hier steht dann i mal Sinus z plus w minus minus, also plus. Das heißt, hier steht 2 mal Sinus z plus w. Und hier ist es auch so, dass die vorderen Teile wegfallen, weil von dem hier ja das abgezogen wird. Dafür haben wir hier hinten aber wieder eine Doppelung, weil hier i mal das steht und dann steht hier minus minus, also plus i mal das Ganze. Und genau wie eben können wir natürlich kürzen, weil auf beiden Seiten 2i steht. Und jetzt haben wir auch eine Formel für Sinus z plus w. Das ist also nicht so schön wie bei der Exponentialfunktion, wo wir einfach sagen konnten, Exponentialfunktion von z plus w ist Exponentialfunktion von z mal Exponentialfunktion von w. Sondern, wie ich schon sagte, diese beiden Funktionen sind eng miteinander verbandelt. Wenn ich Cosinus von der Summe ausrechnen will und will das einfacher haben, dann kommen Cosinus und Sinus ins Spiel. Und das gleiche auch für Sinus. Sinus von der Summe einfacher machen, in Summanden zerlegen, bedeutet Sinus und Cosinus kommen ins Spiel. Das sind die Additionstheoreme und die schreibe ich jetzt nochmal in schön hin. Und jetzt können Sie, wenn Sie wollen, das gleiche noch für Minus machen. Das bedeutet ja einfach, dass Sie überall, wo hier w steht, jetzt Minus w einsetzen. Wenn Sie hier w durch Minus w ersetzen, ändert sich gar nichts, weil das eine gerade Funktion ist. Also den Teil können Sie einfach abschreiben. Und wenn Sie hier hinten w durch Minus w ersetzen, dann ändert sich wieder das Vorzeichen, also steht hier jetzt Plus. Als letztes noch, was ist der Sinus von einer Differenz? Da müssen wir wieder an den Stellen, wo w steht, Minus w einsetzen. Hier steht Cosinus w, also bleibt das so, wie es ist. Und hier hinten steht Sinus w, also wird da ein Minus draus. Diese beiden letzten sind es kaum wert, hingeschrieben zu werden, aber nun habe ich es ja mal gemacht. Der Unterschied zu oben ist einfach, dass hier durch das Minus hier jetzt ein Plus hinkommt und hier kommt durch das Minus hier jetzt ein Minus hin. Ansonsten natürlich die gleichen wie oben. Das Ganze, insbesondere die ersten beiden, nennt man die Additionstheoreme. Und wie ich schon sagte, werden wir mehr oder weniger alles, was jetzt noch kommt, aus diesen Additionstheoremen folgern können. Ich habe übrigens hier oben noch eine Sache vergessen zu sagen, die man auch gleich sehen kann. Die haben wir eben an den Funktionsgraphen auch schon gesehen. Wenn wir wissen, dass beim Einsetzen von reellen Zahlen e hoch i t zerfällt in den Realteil Cosinus t und in den Imaginärteil Sinus t. Und wenn wir gleichzeitig wissen, dass diese Werte alle auf dem Einheitskreis liegen, dann ist natürlich klar, dass sowohl der Sinus als auch der Cosinus niemals größer als 1 oder kleiner als minus 1 sein können.
denn die müssen sich ja alle auf diesem Kreis bewegen. Das heißt, wir können hier nochmal dazu schreiben, es ist offensichtlich, dass der Betrag vom Cosinus t immer kleiner gleich 1 ist und der Betrag von Sinus t natürlich auch immer kleiner gleich 1 ist. Was auch etwas ist, was wir an dieser Kurve sehen, wenn wir reelle Zahlen ansetzen, dann schwingt das immer zwischen 1 und minus 1 hin und her, aber es geht niemals über die 1 oben hinaus oder unten unter minus 1. Und jetzt werden wir als nächstes den Satz des Pythagoras beweisen. Geometrisch bedeutet der ja, dass das Quadrat von der einen Kathete plus das Quadrat von der anderen Kathete das Quadrat der Hypotenuse ist. Wenn Sie das jetzt mit den Termini ausdrücken, die wir heute entwickelt haben, dann bedeutet das, das Quadrat vom Cosinus plus das Quadrat vom Sinus muss 1 sein. Denn die Hypotenuse hat ja die Länge 1. Und genau das stimmt auch. Und zwar egal, was Sie da einsetzen, auch wenn Sie irgendwelche komplexen Zahlen einsetzen. Darum nennt man das auch den Satz des Pythagoras. Das ist natürlich eigentlich eine ganz andere Aussage, aber da steckt sozusagen im Geiste immer noch diese uralte griechische Erkenntnis über rechtwinklige Dreiecke drin. Wenn ich also in den Sinus irgendein Z einsetze und dasselbe Z in den Cosinus einsetze und die beiden quadriere und die Ergebnisse addiere, dann kommt da 1 raus. Hier übrigens nebenbei wieder so eine von diesen Schreibweisen, an die man sich gewöhnen muss. Dieses hier ist eine Abkürzung für Sinus von Z zum Quadrat. Logischerweise ist dies eine Abkürzung für Cosinus von Z zum Quadrat. Wie kann man sich das überlegen? Das kann man, ich habe es ja schon gesagt, mit dem Additionstheorem machen, denn Sie können jetzt folgenden kleinen miesen Trick anwenden. Sie nehmen den Cosinus von Z minus Z. Erstens, Z minus Z ist ja 0. Das heißt, hier kommt auf jeden Fall Cosinus 0 raus und das ist ja 1, hatten wir uns schon überlegt. Andererseits können wir jetzt ja das Additionstheorem für Z minus W anwenden, indem wir für W einfach Z setzen. Das heißt also, hier kommt raus Cosinus von Z mal Cosinus von W, das ist jetzt ja Z, plus Sinus von Z mal Sinus von W, das ist jetzt ja Z. Und da steht's schon, das ist schon alles. Ich werde jetzt gleich einen Satz aufschreiben, den ich nicht beweise. Der Beweis steht im Skript und ich habe mir überlegt, dass das nicht viel bringt, wenn ich Ihnen das beweise. Ich will vielleicht mal die Idee kurz sagen. Was ich gleich zeigen werde, ist, die Cosinuskurve, die hellblaue, hat genau eine Nullstelle zwischen 0 und 2. Da werden Sie jetzt wahrscheinlich sagen, das sieht man doch. Das reicht natürlich einer echten Mathematikerin nicht, sondern sie will dafür einen Beweis haben. Der Beweis verläuft ungefähr so, dass Sie sich zuerst mal überlegen, das wissen wir ja schon, an der Stelle 0 kommt 1 raus und dann überlegen Sie sich, wenn ich in die Cosinusreihe nur reelle Zahlen einsetze, dann ist das eine Leibniz-Reihe, eine Reihe, auf die man das Leibniz-Kriterium anwenden kann. Das hatten wir vor ein paar Wochen mal. Und über die weiß ich ein bisschen was, da habe ich Abschätzungen dafür. Und wenn Sie mit diesen Abschätzungen ordentlich rumhantieren, dann werden Sie feststellen, Sie können erstens beweisen, dass am Punkt 2 Sie einen negativen Wert haben müssen. Das bedeutet, weil am Punkt 0 ja ein positiver ist und die Funktion stetig ist, dass dazwischen mindestens eine Nullstelle sein muss, Zwischenwertsatz. Und dann können Sie das gleiche Spielchen nochmal mit dem Sinus machen und können dann mit ein bisschen Trickserei beweisen, dass der Cosinus zumindest auf dem Stück von 0 bis 2 streng monoton fallend ist, was man auch an dem Bild sieht. Das bedeutet, er ist in diesem Bereich injektiv, darum kann er nur eine Nullstelle haben. Dass er eine haben muss, folgt aus der Stetigkeit. Dass er nur eine haben kann, folgt daraus, dass er in diesem Teil streng monoton fallend ist. Wie gesagt, das war nur eine Beweisskizze. Wenn Sie das wirklich wissen wollen, steht im Skript ausführlicher. Was man also beweisen kann, ist, der Cosinus hat im Intervall von 0 bis 2 genau eine Nullstelle. Man macht das Ganze, um dieser Nullstelle, beziehungsweise um genau zu sein, dem Doppelten dieser Nullstelle einen Namen zu geben. Das Doppelte dieser Nullstelle nennt man, na, das ist die mysteriöse Zahl Pi. Das hatte ich ja auch schon letzte Woche angekündigt. Das, was wir machen, ist der sogenannte analytische Ansatz. Das heißt, wir tun erstmal so, als hätten wir noch nie was von Sachen wie Cosinus und Sinus und so weiter gehört. Und natürlich wissen wir auch nicht, was Pi ist. Und wir haben jetzt aber eine präzise Definition dafür, was Pi sein soll. Nachdem wir präzise definiert haben, was der Cosinus ist und uns überlegt haben, es gibt mit Sicherheit genau eine Nullstelle zwischen 0 und 2 und aus bestimmten Gründen nimmt man diese Zahl, die da rauskommt, mal 2 und nennt das dann Pi. Was Sie natürlich alle wissen ist, diese Zahl Pi ist ungefähr 3,141592 und so weiter. Der Name ist übrigens relativ neu. Dieses Verhältnis, das kommt ja eigentlich aus der Geometrie, kennt man schon seit Urzeiten, weit über 2000 Jahre. Der Name stammt erst aus dem 18. Jahrhundert. Ein
Waliser hat ihm diesen Namen gegeben, William Jones. Man weiß noch einiges mehr darüber. Im 18. Jahrhundert hat ein weiterer Schweizer namens Lambert bewiesen, dass diese Zahl irrational ist. Es gibt also keinen Bruch, mit dem man sie darstellen kann. Das werde ich jetzt nicht beweisen, aber es gibt dafür einen schönen Beweis, den man mit Schulkenntnissen verstehen kann. Gibt es ein Video von mir drüber. Wenn Sie das wirklich mal bewiesen haben wollen, gucken Sie sich das an. Ist auch nicht so lang. Und was man auch gemacht hat, das fing auch schon vor Beginn der Zeitrechnung an, man hat versucht, diese Werte hier auszurechnen. Der erste, der da namhafte Fortschritte gemacht hat, war der berühmte griechische Mathematiker Archimedes. Der hat ungefähr 200 vor Beginn der Zeitrechnung ausgerechnet, dass Pi ungefähr 3,14 ist, nach heutiger Schreibweise. Also nach und nach ist das immer mehr geworden. Ich habe mal nachgeguckt, der aktuelle Rekord, wenn es sich nicht gerade vorgestern schon wieder geändert hat, ist vom März 2024, da haben irgendwelche verrückten Pi auf 100 Billionen Nachkommastellen ausgerechnet. Braucht aber kein Mensch, ist eigentlich mehr so für die Informatiker interessant. Aber wenn Sie das interessiert, habe ich auch ein Video drüber, wie man sowas überhaupt macht, Nachkommastellen von Pi berechnen, dass es da verschiedene Methoden gibt, wie man da rangehen könnte und so weiter. Interessiert uns jetzt alles aber nicht. Wir gucken uns lieber nochmal an, was das für Cosinus und Sinus bedeutet. Das heißt natürlich, dass Cosinus von Pi halbe Null ist, denn genauso haben wir Pi ja definiert. Wir haben gesagt, Pi ist das Doppelte dieser Nullstelle, also ist die Hälfte davon die Nullstelle. Cosinus von Pi halbe ist Null. Das bedeutet, wenn Sie hier oben in die eingekästelte Gleichung für z Pi halbe einsetzen, dann steht hier Sinus Quadrat von Pi halbe plus 0 ist 1. Das heißt, das Quadrat von Sinus Pi halbe muss 1 sein. Das bedeutet, Sinus von Pi halbe, weil wir ja schon wissen, dass das eine reelle Zahl ist, muss plus oder minus 1 sein. Und wenn Sie den Beweis sehen würden, in dem gezeigt wird, dass der Cosinus nur eine Nullstelle in diesem Intervall hat, dann werden Sie sehen, dass in dem Beweis auch was über Sinus rauskommt. Und da kommt unter anderem raus, dass in diesem Bereich der Sinus nicht negativ ist. Das heißt, wir können mit Sicherheit sagen, hier kommt 1 raus. Und nachdem Sie das wissen, können Sie wieder ein bisschen rechnen. Was passiert, wenn ich Vielfache von Pi halbe, also ganzzahlige Vielfache, in den Cosinus und den Sinus einsetze? Also ich setze jetzt hier einen Cosinus von n mal Pi halbe, n soll irgendeine ganze Zahl sein, plus i mal Sinus von n mal Pi halbe. Dann ist das ja einmal nach der Eulerschen Formel e hoch i mal n Pi halbe. Und das heißt ja, das ist e hoch i Pi halbe und das Ganze hoch n. Und jetzt wende ich wieder die Eulersche Formel an, dann steht hier Cosinus von Pi halbe plus i mal Sinus von Pi halbe und das Ganze hoch n. Dieser Wert in Klammern hier, was ist das? Das ist einfach nur i. Denn da oben drüber steht ja, dies ist 0 und dies ist 1. Also steht hier 0 plus i mal 1, das ist einfach i. Hier kommt raus i hoch n. So, und jetzt haben Sie zwei verschiedene Darstellungen derselben Zahl. Hier links steht i hoch n. Wenn Sie jetzt hier die ganzen Zahlen durchlaufen lassen, dann kriegen Sie ja solche Sachen wie i hoch 3, i hoch 7 und so weiter. Und wir wissen ja schon, was da rauskommt. Da kommt immer abwechselnd raus 1 minus 1, i minus i in einer anderen Reihenfolge. Aber wir wissen genau, was da rauskommt. Und auf der anderen Seite sehen Sie diese Zahl, die hier rauskommt, die Sie schon kennen, zerlegt in Real- und Imaginärteil. Das heißt zum Beispiel, wenn hier hinten bei einem bestimmten n, sagen wir mal, minus 1 rauskommt, dann wissen Sie, das hier muss 0 sein und das hier muss minus 1 sein. Und wenn hier hinten i rauskommt, dann wissen Sie, das hier muss 1 sein und dies hier muss 0 sein. Das heißt, Sie können jetzt für alle ganzen Zahlen jeweils sagen, was hier rauskommen soll. Das kann man jetzt zusammenfassen. Ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber die Begründung ist wirklich einfach. Es gibt vier Fälle. Es kommt hier hinten entweder 1 minus 1 i oder minus i raus. Die sortieren Sie jeweils. Was bedeutet das denn für Cosinus und Sinus? Und dann bekommen Sie das Folgende raus. Der Cosinus von, ich nehme jetzt mal einen anderen Buchstaben, Pi halbe plus k mal Pi ist immer 0, egal welche ganze Zahl k Sie da einsetzen. Und das gleiche gilt für den Sinus von k mal Pi. Mit der gleichen Begründung können Sie sehen, dass der Cosinus von k mal Pi das gleiche ist wie der Sinus von Pi halbe plus k mal Pi, nämlich in beiden Fällen ist das minus 1 hoch k. Das heißt, da kommt entweder plus 1 oder minus 1 raus. Das ist natürlich auch etwas, was wir in diesem Bild hier schon gesehen haben. Hier kommt beim Cosinus 1 raus, hier kommt minus 1 raus, hier kommt 1 raus. Das sind diese Stellen 0 mal Pi,
einmal Pi, zweimal Pi und so weiter. Und zwischendurch Pi halbe, drei halbe Pi, minus Pi halbe, minus drei halbe Pi sind die Nullstellen von Cosinus. Und das Ganze beim Sinus so ein bisschen verschoben. Das ist das, was in dieser Formel da drin steckt. Und jetzt das Schönste. Was kommt raus, wenn ich das ausrechne? E hoch I Pi. Das ist nach der Eulerschen Formel Cosinus von Pi plus I mal Sinus von Pi. Und wir wissen ja jetzt, was da rauskommt, steht ja oben drüber. Cosinus von Pi ist minus 1 und der Sinus von Pi, mal ganz ausführlich, ist 0. Das heißt, hier kommt minus 1 raus. Und das schreibt man jetzt typischerweise noch ein bisschen komplizierter hin. Wir haben jetzt herausbekommen, E hoch I Pi ist minus 1. Man schreibt aber in der Regel, E hoch I Pi plus 1 ist 0. Das Ding nennt man die Eulersche Identität. Und die ist rein mathematisch angesichts von dem, was wir vorher schon gemacht haben, jetzt nichts Neues mehr, denn das stand alles schon da. Das gewinnt aber regelmäßig irgendwelche Umfragen, wenn in der Mathematik rumgefragt wird, was die Mathematiker für die schönste und wichtigste Formel aller Zeiten halten. Diese hier. Und der Grund ist, dass in dieser Formel so unglaublich viel drinsteckt. Erstens kommen in dieser Formel die drei wichtigsten Rechenarten vor. Denn hier wird addiert, die 1 wird dazu addiert. Hier wird multipliziert, hier oben I mal Pi, und hier wird potenziert, E hoch irgendwas. Zweitens kommen in dieser Formel die fünf wichtigsten Zahlen der Mathematik vor. 1 und 0 sind die neutralen Elemente von Addition und Multiplikation, ohne die es überhaupt kein Rechnen gäbe. E ist die zentrale Zahl der Exponentialfunktion, die in jedem Wachstumsvorgang drinsteckt. Pi ist die dominierende Zahl der Geometrie. Alles, was rund ist und mit Wellenbewegungen zu tun hat, hängt irgendwie mit Pi zusammen. Und I, wissen Sie ja selbst, ist die Zahl, die die Keimzelle der komplexen Zahlen ist. Dass diese Dinge alle zusammenhängen in einer einzigen Formel, ist schon extrem faszinierend. Das hat mal der Herr Euler rausgefunden im 18. Jahrhundert. So, ich zeige Ihnen jetzt noch drei weitere Dinge, die ich jetzt nicht alle beweise. Im Skript steht das ein bisschen ausführlicher. Alles, was ich Ihnen jetzt zeige, folgt aus den Additionstheorien. Man muss nur irgendwie was Cleveres einsetzen. Und es wäre jetzt so ein bisschen langweilig, wenn ich Ihnen das immer alles vorkaspern würde. Wichtiger ist, dass Sie nochmal wiederholen, denn Sie haben das alles schon gesehen, was Sie über Cosinus und Sinus wissen. Und Sie wissen jetzt auch, man kann das alles tatsächlich beweisen, wenn man das so herleitet wie hier, auf der Basis der Exponentialfunktion. Es geht um drei Eigenschaften. Das erste ist die sogenannte Periodizität. Die eigentliche Formel steht unten. Wenn ich in den Cosinus irgendein Z einsetze, dann kommt das gleiche raus wie bei Z plus 2 mal Pi. Das heißt, wenn ich die Cosinuskurve um 2 Pi verschiebe, ändert sie sich gar nicht. Und das heißt natürlich auch, dass sie sich nicht verändert, wenn ich sie um 4 Pi oder 6 Pi oder 8 Pi verschiebe oder in die andere Richtung, um minus 2 Pi oder minus 4 Pi und so weiter. Das ist durch das Bild da oben angedeutet. Sie können sich so ein Stück hier der Länge 2 Pi rausnehmen, zum Beispiel das von 0 bis 2 Pi. Und alles, was ausgegraut ist, wissen Sie dann automatisch, weil das einfach das gleiche Ding nochmal verschoben ist. Und das gilt nicht nur im Reellen, so wie es hier gezeichnet ist, sondern auch im Komplexen. Und es gilt auch für den Sinus, wie Sie an dem Bild sehen und auch an den Formeln unten. Man sagt, diese beiden Funktionen sind periodisch mit der Periode 2π. Und was ich mit dem zweiten Graphen andeuten will, Sie können natürlich dieses 2π-Stück irgendwo hinlegen, dieses Stück der Länge 2π. Das muss nicht von 0 bis 2π gehen. Sie können es auch wie in der zweiten Grafik von minus Pi bis Pi gehen lassen oder an irgendeine ganz andere Stelle. Hauptsache, das Ding hat die Länge 2π, dann haben Sie genügend Informationen, um den ganzen Rest rekonstruieren zu können. Zweite Eigenschaft ist die sogenannte Phasenverschiebung. Wenn Sie in den Cosinus Z plus Pi halbe reinsetzen, dann kommt bis auf den Vorzeichenwechsel der Sinus raus. Das sieht man an der oberen Grafik. Einmal der Cosinus durchgezogene Linie und dann der Cosinus um Pi halbe nach links verschoben. Das ist der Sinus nur an der horizontalen Achse gespiegelt. Auch das zeigt man mit den Additionstheoremen. Und umgekehrt, wenn Sie in den Sinus Z plus Pi halbe einsetzen, kriegen Sie den Cosinus von Z. Das sieht man an dem unteren Ding. Wenn Sie den Sinus nehmen, durchgezogene Linie und schieben das ganze Ding um Pi halbe nach links, dann kriegen Sie den Cosinus von oben raus. Dieses Wort Phasenverschiebung kommt aus der Physik, weil die zu dem, was wir Winkel nennen, oft Phase sagen. Denn das kommt in Wellenbewegung vor bei der Beschreibung von Wechselstrom und so weiter. Und da hat es sich eingebürgert, Phase zu sagen. Und die dritte Eigenschaft, die auch noch ganz interessant ist, ist, das gilt sowohl für den Cosinus als auch für den Sinus. Ich habe es jetzt aber nur für den Cosinus hier mal hingeschrieben. Wenn Sie den Cosinus im ersten Viertel von diesem Intervall von 0 bis 2 Pi kennen, wissen Sie eigentlich schon den ganzen Rest. Wenn Sie sich mal die obere Gleichung angucken, das blaue Stück
ist das gleiche wie das rote Stück, nur punktgespiegelt an der Stelle, wo die 0 ist. Das heißt, wenn ich einen von den Funktionswerten auf dem roten Stück wissen will, dann muss ich halt nur gespiegelt mir das angucken, was auf dem blauen Stück passiert. Das steht in der ersten Formel. Und nachdem ich die ganze erste Hälfte habe, das ist die zweite Grafik, die jetzt blau ist, sieht man natürlich auch, dass ich damit auch schon die ganze zweite Hälfte habe, weil das wiederum nur gespiegelt ist an der vertikalen Linie, die durch Pi durchgezogen wurde. Das ist nicht ganz unwichtig, wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendwelche effizienten Funktionen schreiben wollen, die Ihnen beispielsweise den Kosinus für Ihren Computer ausrechnen wollen, dann reicht es, wenn Sie sich darauf konzentrieren, den Kosinus zwischen 0 und Pi halbe auszurechnen, weil Sie alle anderen Werte daraus rekonstruieren können. Beweise im Skript und es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Dingen über Cosinus und Sinus und so weiter, die man auch noch rauskriegen könnte. Das kann man sich ohnehin nicht alles merken. Ich kann mir das auch nicht merken. Es gibt aber so schöne Dinge wie die Formelsammlung Trigonometrie auf Wikipedia. Da steht eigentlich alles, was das Herz begehrt, was man jemals über Sinus und Cosinus überhaupt wissen will. Da sollten Sie vielleicht mal gucken. Zu Ihrem Amüsement nochmal, wie man früher Werte von Cosinus und Sinus berechnet hat. So wie wir das jetzt gemacht haben, könnte man natürlich, um Werte von Cosinus und Sinus zu berechnen, die Reihenentwicklung nehmen. Aber die, habe ich ja schon gesagt, stammt aus dem 18. Jahrhundert von Euler. Das hat man aber schon früher gemacht, aufgrund von geometrischen Beziehungen. Diese ganzen Dinge, die wir eben zum Schluss gesehen haben, die konnte man auch vorher schon herleiten, allerdings dann rein geometrisch. Insbesondere die Additionstheoreme. Und da konnte man sich zum Beispiel damals schon das Folgende überlegen. Was ist der Cosinus von 2t? Wir reden jetzt nur über reelle Werte, weil damals komplexe Zahlen noch keine Rolle gespielt haben. Das ist ja der Cosinus von t plus t. Und da kann ich jetzt das Additionstheorem anwenden. Das sagt mir, das ist Cosinus von t zum Quadrat minus Sinus von t zum Quadrat. Weil ich da, wo oben z und w steht, jetzt für beides einfach t einsetze. Und jetzt will ich den Sinus wegbekommen. Und mache dafür das Folgende. Wir addieren 1 dazu und ziehen 1 wieder ab. Das stimmt ja auf jeden Fall. Und für diese 1, die wir dazu addiert haben, setzen wir jetzt den Satz des Pythagoras ein. 1 ist ja, hier oben steht, Sinus t zum Quadrat plus Cosinus t zum Quadrat. Das Ganze haben wir gemacht, weil jetzt hier Sinus Quadrat t minus Sinus Quadrat t steht, dann fällt das weg. Dann ist nur noch Cosinus da. Dann steht hier 2 Cosinus Quadrat t minus 1. Und das können Sie jetzt auflösen nach dem Cosinus von t. Machen wir das mal schrittweise. Erstmal die 1 rüber addieren. Jetzt teilen Sie durch 2. Und jetzt ziehen Sie die Wurzel. Da müssen Sie immer ein bisschen aufpassen. Sie müssen in einem Bereich arbeiten, wo Sie wissen, dass beim Cosinus zum Beispiel nur positive Werte rauskommen, damit Sie wissen, welches Vorzeichen Sie haben. Wenn Sie also einen Bereich nehmen, wo klar ist, dass beim Cosinus positive Werte rauskommen, dann können Sie hier jetzt die Wurzel ziehen und dann haben Sie auf der rechten Seite einfach stehen Cosinus von t und links haben Sie stehen die Wurzel aus 1 plus Cosinus 2t durch 2. Das sieht jetzt nicht besonders hilfreich aus, aber das bedeutet, dass Sie, wenn Sie einzelne Werte schon kennen, größere Werte, daraus Werte für kleinere t herleiten können. Wenn Sie zum Beispiel wissen, was Cosinus von 2t ist, dann können Sie damit jetzt ausrechnen, was Cosinus von t ist. Das heißt, Sie können sich von größeren Argumenten zu kleineren Argumenten durchhangeln. Beispielsweise wissen wir, was Cosinus von pi halbe ist und könnten dann damit Cosinus von pi viertel ausrechnen und so weiter. Das will ich Ihnen jetzt nicht vorrechnen, aber das ist eine sehr mühsame Möglichkeit, für bestimmte Werte exakte Formeln rauszukriegen. Da werden Sie immer irgendwelche Sachen rausbekommen, in denen Wurzeln vorkommen, die man dann auch wiederum annähern muss. Und so hat man das tatsächlich früher ausgerechnet. Ich habe in einem Video mal so ein paar Werte vorgerechnet. Das ist, wie gesagt, mühsam, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, sich an genauere Werte für den Cosinus ranzutasten. Und ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass man die früher brauchte. Und man hat sie sogar auch noch aus einem anderen Grund gebraucht. Das hat man gemacht, bevor es Logarithmen gab. Man hat Cosinus und Sinus teilweise auch als Rechenhilfen genommen, weil man mit Hilfe der Additionstheoreme sich so ähnliche Formeln wie für den Logarithmus basteln kann. Die sind ein bisschen komplizierter, aber auch da hat man Möglichkeiten, Multiplikation in Addition zu übersetzen. Das bedeutet, dass es kurz bevor es losging mit den Logarithmentafeln sehr umfangreiche Cosinus- und Sinustafeln gab. Teilweise sogar von denselben Leuten. Ich habe Ihnen das letzte Mal ja erzählt von dem Herrn Bürgi. Und der hat unter anderem auch eine ganz große Sinustafel rausgebracht. Das ist der sogenannte Kanon Sinuum. Da standen alle Sinuswerte drin auf 2 Winkelsekunden genau. Ein umfangreiches Werk, das leider in den Wirren der Jahrhunderte seitdem verloren gegangen ist. Das war damals aber viel Geld wert, weil Leute das gebrauchen konnten.
Ich will Ihnen jetzt nur mal ein paar Werte sagen, die, von denen ich denke, dass man sie wissen sollte. Wir hatten uns ja schon überlegt, dass man nur in einem Viertel des Bereichs von 0 bis 2 Pi überhaupt was wissen muss. Und die wichtigsten Werte, die man wissen sollte, sind 0 und Pi Sechstel, Pi Viertel, Pi Drittel und Pi Halbe. Teilweise haben wir die schon rausbekommen, teilweise sage ich die Ihnen jetzt einfach. Die könnte man mit solchen Umformungen wie hier rausbekommen. Wir werden gleich im nächsten Kapitel darauf nochmal zurückkommen. Man kann das Ganze auch mit Gradeinteilung machen, falls Ihnen das vertrauter erscheint. Dann würden Sie hier stehen haben, das sind 0 Grad, das sind 30 Grad, das sind 45 Grad, das hier sind 60 Grad und das sind 90 Grad. Diese Werte, die Sie wissen sollten, sind einmal der Sinus. Das haben wir uns ja schon überlegt, der Sinus von 0 ist 0. Und was wir auch schon wissen, ist, dass der Sinus von Pi halbe 1 ist und dazwischen steigt das an, aber natürlich nicht wie eine Gerade. Die Werte sind, die hier rauskommen, 1 halb, 1 durch Wurzel 2 und Wurzel 3 halbe. Und es gibt eine Merkregel, vielleicht hilft Ihnen die ja, vielleicht können Sie sich das auch einfach so merken. Die Merkregel, die ich ganz hilfreich finde, ist, dass man sich einfach hier die Zahlen 0, 1, 2, 3, 4 hinschreibt und dann schreibt man darunter die Wurzel aus dieser Zahl durch 2. Das heißt, hier steht die Wurzel von 0 geteilt durch 2, das ist natürlich 0. Hier steht die Wurzel von 1 durch 2, das ist natürlich 1 geteilt durch 2. Hier steht die Wurzel von 2 geteilt durch 2, da können Sie Wurzel 2 rauskürzen, dann kommt 1 durch Wurzel 2 raus. Hier steht Wurzel aus 3 durch 2, das was hier auch steht. Und hier steht Wurzel aus 4 durch 2 und die Wurzel von 4 ist 2, durch 2 ist 1. Den Kosinus müssen Sie sich da eigentlich gar nicht mehr merken, weil zumindest für diese 5 Stellen die gleichen Werte rückwärts rauskommen. Oder Sie machen sich einen kleinen Spickzettel für Ihre Klausur, wo diese 5 Werte draufstehen, aber die sollte man schon wissen.